Feuer einstellen. Keine Kämpfe mehr. Es ist vorbei. Commander Shepard, ich begebe mich in Ihren Gewahrsam. So was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Ich bin unbewaffnet und ich habe Informationen über den Unbekannten für die Allianz. Sie würden alles sagen, um Ihre Haut zu retten. Aber ich ließ Sie von Omega fliehen. Ich verdiene Gnade. Ist das wahr, Arya? Ja, inzwischen hält er es sicher für den größten Fehler seines Lebens. Aber das ist Mord. Korrekt. Kaltblütig. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Nein, verdammt! Werden Sie jetzt bloß nicht weich! Oh nein! Das wird kein Sch... Ich mein's ernst! Zurück! Sie haben gesiegt! Es ist vorbei! Sind Sie verrückt geworden? Aus dem Weg! Nein, die Allianz braucht sein Wissen über die Pläne des Unbekannten. Er muss für seine Taten bezahlen! Das wird er auch, aber nicht heute und nicht durch Ihre Hand. Danke, Commander. Ich tue das nicht für Sie. Bring Sie ihn raus. Dafür hasse ich Sie, Shepard. Ich dachte, Sie verstehen, aber letztlich kann ich mich wohl doch nur auf mich selbst verlassen. Diese Partnerschaft ist beendet. Ich bin für Zusammenarbeit nicht geschaffen. Ich will endlich wieder allein herrschen. Und Sie vergessen unsere Abmachung nicht? Ich bezahle meine Schulden. Sie bekommen alles: Truppen, Schiffe und das E-Zero. Dann gehe ich jetzt. Bray bringt sie zurück. Ich muss eine Station auf Vordermann bringen. Bürger von Omega, hören Sie zu. Ich, Arya T'Loak, habe Ihnen Ihr Leben zurückgegeben. Ich herrsche wieder. Meine Hand liegt wieder auf dem Steuerknüppel. Und ich lasse nicht mehr los. Jeder von Ihnen schuldet mir etwas. Treiben Sie die letzten Cerberus-Eindringlinge zusammen und... Und wir werden Rache nehmen. Sie sollen zittern. Sie sollen bluten. Unser Leben wird hart sein. Aber das ist nun mal der Preis für die Freiheit. Und die kann nur ich gewährleisten. Hören Sie zu. Ich werde Omega uneinnehmbar machen. Niemand soll mehr mein Reich bedrohen. Von heute an gibt es für die Galaxie eine unverrückbare Wahrheit. Legt euch nicht mit Omega an. Kriegen Sie immer die Drecksmissionen, Bray? Diesmal nicht. Immerhin geht's um die Galaxie. Wir bringen sie von hier weg.